Jetzt darf man das natürlich nicht verwechseln. Das Vorzeichen plus oder das Vorzeichen minus und das Rechenzeichen plus oder das Rechenzeichen minus. Aber was macht man, wenn diese beiden Dinge aufeinanderstoßen? Und dafür haben wir gewisse Regeln. Da haben wir vorher gesagt, eh schon drüber geredet. Aber zum Wiederholen schauen wir es uns jetzt nochmal ganz kurz an. Schauen wir es uns jetzt mal an für die Addition. Plus 5. Die haben wir mal eingeklammert, damit wir sehen, das ist eine positive Zahl. Plus 3. Dann sollen die beiden zusammengezählt werden. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir schauen, was passiert, wenn da ein Rechenzeichen und ein Vorzeichen zusammenstoßen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich diese Klammern da immer wegkriege. Die kann ich weglassen. Es steht ja nichts davor. Und das Plus sparen wir meistens auch. Wenn jetzt ein Plus als Rechenzeichen auf ein Plus als Vorzeichen stoßt, kann ich die Klammer weglassen. Und aus Plus und Plus wird Plus. So ist das gemeint. Was passiert, wenn man das jetzt plus 5 ist die eine Zahl, minus plus 3? Was passiert mir da? Die Klammer möchte ich weghaben, kann ich weglassen, es steht nichts davor, das Plus kann ich mir sparen. Da trifft jetzt ein Minus, Rechenzeichen, auf ein Plus, Vorzeichen. Das führt dazu, dass das ein Minus wird. Wenn ich da jetzt eine negative Zahl habe, wie läuft das da? Die Klammer möchte ich weghaben. Das Plus kann ich mir sparen. Wenn der Plus Rechenzeichen auf ein Minus Vorzeichen stoßt, wird es zu einem Minus. Und dann haben wir noch einen Fall. Plus 5, minus minus 3, wieder das gleiche. Weg mit den Klammern. Es steht nichts davor. Das Plus kann ich mir da sparen. Wir wissen, dass das eine positive Zahl ist. Wenn ein Minus Rechenzeichen auf ein Minus Vorzeichen stoßt, wird zu Plus. Soweit klar? Das war jetzt recht ausführlich mit Zahlen und Klammern und allem drum und dran geschrieben. Normalerweise schreibt man das kürzer auf. Und zwar so. Bei Addition und Subtraktion passiert mit Vorzeichen und Rechenzeichen Folgendes. Wenn ein Plus auf ein Plus stoßt, wird es zu einem Plus. Wenn ein Minus auf ein Minus stoßt, wird es zu Plus. Wenn ein Plus auf ein Minus stoßt, wird es zu Minus. Und wenn ein Minus auf ein Plus stoßt, wird es zu Minus. Das sind die Rechenzeichen, das sind die Vorzeichen. Gell? Da sieht man, ob das jetzt eine positive oder eine negative Zahl ist. Und da sieht man, ob ich addiere oder subtrahiere. Ist ja leicht zu merken. Gleiche Vorzeichen ergeben ein Plus, ungleiche Vorzeichen ergeben ein Minus. Wir möchten ja nicht nur addieren und subtrahieren, sondern auch multiplizieren und dividieren. Und das ist jetzt noch nicht mehr schwer. Multiplikation bzw. Division. Wenn ich also eine positive Zahl habe und eine zweite positive Zahl und die möchte ich miteinander multiplizieren, dann ist das Ergebnis immer eine positive Zahl. Wenn ich eine negative Zahl habe und eine zweite negative Zahl und die möchte ich miteinander multiplizieren,
ist das Ergebnis immer eine positive Zahl. Und wenn ich eine positive Zahl und eine negative Zahl habe und die möchte ich miteinander multiplizieren, ist das Ergebnis eine negative Zahl. Und wenn ich eine negative Zahl habe und die möchte ich mit einer positiven Zahl multiplizieren, Pfeil soll das sein, dann ist das Ergebnis immer eine negative Zahl. Und jetzt könnten wir fast raten, wie denn das wohl bei einer Division ist. Positive Zahl dividiert durch eine positive Zahl ergibt ein positives Ergebnis.